Ja, servus und hallo, hier ist euer Krypto-Dennis mit dem neuesten Krypto-Update. Heute ist der 3.5.2021 und so geht's los. Erst einmal sage ich euch, wie ihr Geld anlegen könnt, ohne zu traden, beziehungsweise zu hebeln, zu staken oder zu hodeln. Ja, das ist das Erste. Keine Finanzen- Handlungsempfehlung, aber trotzdem will ich es euch zeigen, ja, wie ich es angelegt habe. Als Zweites, dann geht es zu Bitcoin, drittes Ethereum und dann unseren Dotrade, wo wir über Telegram zusammen begonnen haben. Der Gewinner von 50 USD Tether wird am Ende des Videos ausgelost. Ja, beim vorletzten Video habt ihr ja einen Kommentar mit eurer USD Tether hinschreiben können, wenn ihr wolltet, weil ich ja meine 1000 Abonnenten erreicht habe. Ja, bleibt also dran. So Leute, einige Leute haben mich gefragt, ja, wie kann ich Geld anlegen, ohne jetzt irgendwie zu hodeln, um auf Wertsteigerung zu warten oder zu staken, ja, und natürlich das Hebeln auch komplett auszunehmen jetzt. Ganz einfach, das geht über Femex und wie das funktioniert, das erkläre ich euch jetzt Schritt für Schritt. Als allererstes guckt ihr bei mir unter dem Video in der Beschreibung und klickt hier auf dem Femex-Link. Als zweites erstellt ihr euch ein Konto. Wenn ihr euch ein Konto erstellt habt, dann meldet ihr euch an. Danach tut ihr euch die Sprache, zum Beispiel Deutsch, einstellen und geht hier auf Assets und Spot Wallet. Dann habt ihr hier USD Tether. Da könnt ihr USD Tether einzahlen. Einmal, entweder er kauft zu euch komplett neu. Ja, einfach draufklicken dann und Kryptowährung neu kaufen. Oder wenn ihr es schon woanders habt und wollt es hier her transferieren, geht ihr auf Fortfahren und hier habt ihr die USDT-Adresse TR20 oder ERC20 Methode. Dann schickt ihr es einfach an diese Adresse und ihr habt die Kohle bei euch bei Femex drauf. Dann geht ihr wieder auf alle Assets draufdrücken und drückt auf Anlagenkonto. So. Und hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, das vom Spot Wallet oder vom Kontraktkonto auf das Anlagenkonto zu transferieren. Dann gibt es 7%. Ihr könnt das jeden Tag wieder runterholen und auf euer Kontraktkonto oder Spot Wallet drauf machen, um es dann auszahlen zu können. Oder ihr geht hier auf Abonnent und Zahlungsart, Anlagenkonto oder Spot Wallet, wo die USDT drauf habt. Der Betrag, 7 Tage, automatische Verlängerung, ja, nein. Dann seht ihr Startdatum und Enddatum, bestätigen. Und nach einer Woche könnt ihr es wieder rausholen. Wie gesagt, dann gibt es 10%. 7% gibt es, wenn ihr es auf dem Anlagenkonto liegen lasst. Habt aber jederzeit Zugriff drauf. So, und da unten seht ihr, habe ich für 7 Tage ist was angelegt. Startdatum war 2.5., Enddatum ist 9.5. Und für diesen Zeitraum, das heißt für 7 Tage, gibt es diese Zinsen, die wo dann direkt ausgezahlt werden. Ja? Die 10%, die sind natürlich aufs Jahr gerechnet. Ja? Ihr müsst es dann natürlich schon rechnen auf die 7 Tage, das ist klar. Und das kommt bei diesem Anlagebetrag, kommen diese Zinsen bei 7 Tage raus. So, ganz einfach, das war es eigentlich schon. Wenn ihr weiterhin Fragen habt, kommt in den Telegram-Kanal und schreibt mich direkt an, ist überhaupt kein Problem. Zum Schluss sei nochmal gesagt, das Ganze ist nur ein Tipp von mir, ist keine Finanz- und Anlageberatung. Es ist bloß wirklich ganz einfach, ja, hier Kohle machen zu können, ohne dass man tradet, staked oder sonstiges, ja. Aber wie gesagt, tut euch selber darüber informieren, ja, wie es funktioniert. Keine Finanz- und Anlageberatung. Ich bin kein Berater. Ich kann euch nur das sagen, was ich denke und was ich hier ja, zugespielt und rausfinde. Heute ist alles grün, auch der Bitcoin ist grün. Schauen wir uns mal unseren Trade an. Wir sind ja, oder viele sind mit mir da unten eingestiegen bei dem Falling Wedge. Ja, haben im Moment im Prinzip über 15,3% gemacht. Glückwunsch an die, wo es mitgenommen haben. Ich bleibe, wie ich die letzten Videos auch sagte, weiterhin im Trade drin.
Der Grund ist, ich bin im Moment Short und Long, um im Prinzip meine Short abzusichern, sollte es doch oben rausgehen, ja? Ich hoffe, ihr habt meinen Tipp auch zu Herzen genommen. Auch hier sind viele eingestiegen nach dem Descending Boarding Wedge. Sie freuen sich auf jeden Fall auch über 7,8%, ja? Glückwunsch auch an die, wo hier reingegangen sind. So, was denke ich, wie es jetzt weitergeht? Hier oben in Lila haben wir das Rising Wedge, ja, und den aufsteigenden Kanal in Rot. Im Moment sieht es so aus, oder das darauf kalkuliere ich, dass wir hier einen Retest erfahren. Im Moment hat Bitcoin, wie ihr hier seht, Probleme beim 0618er bzw. 0650er, im Prinzip das Golden Pocket, ein bisschen Probleme durchzukommen, wie ihr das da seht, ja. Mein Ziel oder meine Shorts sind so aufgebaut, da schalte ich mal kurz auf den anderen Chart rüber. Hier habt ihr das, ja. Das sind meine Short-Positionen. Ein Short wurde ja schon geholt, schon hier, ja. Jetzt ist er nochmal hoch. Wie gesagt, wie viel ich da drin habe, habe ich euch in Telegram auch geschrieben. Es ist nicht viel, ja. Aber ich baue mir hier trotzdem was auf. Ich kann ja, wenn es wirklich also so kommt, wie ich denke, wenn es runtergeht, immer weiter aufbauen. Das ist überhaupt kein Problem. Das könnt ihr auch. Das ist eigentlich überhaupt keine große Sache. So, gehen wir mal zurück. Und wie gesagt, wir sehen hier, dass er Probleme hat im Golden Pocket. Ich gehe davon aus, dass wir hier diesen Bereich noch sehen werden. Müssen wir nicht. Wir können theoretisch jetzt abgehen, die Luzi nach unten. Dann war es, ist Feierabend. Ja, kann passieren. Ja, genauso kann es passieren, wie weit geht die Korrektur noch runter, wenn es hier runter geht, ja. Und das technische Ziel ist zwischen 40 und 44K. Nichtsdestotrotz, wenn wir hier oben angekommen sind und es geht runter, man sollte, also mache ich das, ich kann es jedem nur empfehlen, immer wieder Gewinne mitnehmen. Und man kann auch nach unten hin weiter aufstocken, wenn es die Patterns auch dann zulassen, weil es gibt ja in großen Pattern noch kleinere Pattern. Ja, so, also wie gesagt, hier habe ich meine Short-Position aufgebaut, meine Long bleibt weiterhin bestehen, so dass ich dann die Short absichere, falls er doch wirklich hier durchschießt. Ja, es sind alles nur Wahrscheinlichkeiten, wie wir hier traden. So, jetzt werden mich viele fragen, gibt es noch eine Long-Möglichkeit? Ich persönlich würde hier nicht mehr Long gehen in diesem Bereich. Ja. Meine Meinung, Long, wenn wir jetzt schon Long sind, wie viele mit mir hier in den Bereich gegangen sind, würde ich nicht mehr Long gehen. Ja? Ich würde, wie gesagt, so habe ich es gemacht, meine Short hier aufbauen und dann warten, bis es hier runtergeht. Aber Long aufbauen würde ich nach meiner Marktansicht nicht. So, schauen wir uns kurz mal die MAs an. Und da sehen wir, dass wir im 4-Stunden-Timeframe voll Bullish sind. Ja? Wir haben jetzt hier die gelbe, das ist die M21er, öfters angetestet. Jetzt im Moment ist die M9 ein Support. Aber wie gesagt, aussagekräftig fängt dann hier im Daily natürlich an. Und dann sieht es natürlich so aus, dass wir im Moment auch über alle MAs natürlich drüber sind. Nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass wir eine Korrektur, wie eben gezeigt, nach unten sehen werden. Wie weit die geht, ich gehe davon aus, 40 bis mindestens 40 bis 44. Man soll trotzdem hier in diesem Bereich schon, wenn es hier runter geht, schon ein bisschen Profite mitnehmen. Weil theoretisch kann ja auch ein Double Bottom entstehen und da geht es richtig hoch. Ja? Da stecke ich natürlich nicht drin. Das sind alles nur technische Ziele. Deswegen nie gierig werden. Das ist bloß mein Tipp an euch. So, das war es eigentlich schon zu Bitcoin. Kommen wir jetzt zu Ethereum. Hier sind wir bei ETH, bei Ethereum und wie gesagt, also gigantisch, was der heute gepumpt hat. Ja, also richtig geil. In der Spitze waren es, glaube ich, bis zu 9,5 oder 10% in etwa. Einfach nur mega, mega geil. Ja, und was noch geiler ist, ja, dass mir alle, wenn ihr alle drin geblieben sind und geduldig wart, mega fette Profite gemacht habt. Ja, mit meinem Call. Ich gucke jetzt gerade mal. Bei 2237 war mein erster Call, ja. Und Leute, also, was soll ich sagen, fast 44%, also das ist doch Hammer, ja.
Also das ist einfach grandios. Und aus diesem Grund würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lassen würdet. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Des Weiteren abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und vor allem die Glocke aktiviert, dass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Des Weiteren, hier ist meine Telegram-Gruppe, hier Content Only. Das heißt, da tue ich euch ab und zu, je nach Support bei YouTube und auch über diese Börse, wenn ihr euch darüber anmeldet, werde ich da immer mehr oder weniger meine Gedanken posten oder meine Schritte. Und hier im Crypto-Talk können wir uns unterhalten, wenn ihr wollt. Einfach klicken und dann seid ihr auch schon drin. Wie eben schon gesagt, bitte registriert euch über die Links bei Femex. Und bei Bybit, bei Femex gibt es jetzt, das stimmt dann immer, gibt es jetzt $600 Bonus. Ja, und ja, kommen wir zurück zu ETH, was meine Gedanken zu ETH sind. Ja, im Moment seht ihr das ETH beim 2er Fibonacci, da hat er natürlich das nächste Ziel erreicht, hier etwas Probleme hat. Ja, ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus, dass wir einen riesen Rücksetzer bekommen. Ja, das nächste Ziel ist das 261er Fibonacci. Wo wäre jetzt hier eine Long-Möglichkeit? Ja, das ist die Fragen aller Fragen. Ja, ich gebe euch zwei Tipps. Ja, einmal sollte er hier runter korrigieren. Ja, also hier auf das 1618er Fibonacci oder auf das 1 272er Fibonacci sollte hier Support finden, ja, oder hier, dann wäre die Möglichkeit, hier nochmal einen Long zu eröffnen, ja. Also hier würde ich auch, wenn ich sehe, oh, hier findet der Support, würde ich meine Position auch vergrößern, ja. Oder er kommt hier über das 2er Fibonacci drüber, findet hier Support, dann würde ich meine Position natürlich auch vergrößern, ja. Und das nächste große Ziel sind die 3492. Je nachdem, ob sich hier jetzt ein Pattern, so ein Konsolidierungspattern, ja, bildet, da würde ich dann euch, wenn ich natürlich noch wach bin oder irgendwie noch da bin, euch bei Telegram dann dementsprechend updaten. Bearish sehe ich im Moment ganz ehrlich gar nichts. Ja, im Moment drehen die Altcoins jetzt spezifisch auch Ethereum komplett am Rad und durch, ja. Und soll es irgendwelche Änderungen geben, sage ich euch natürlich dann Bescheid. Ich will aber ganz kurz nochmal, bevor ich jetzt weitergehe, zu meinem Langzeitchart kommen von Ethereum. Und das ist sehr, sehr interessant. Denn habe ich euch vor, ach Gott, wie viele Videos ist denn das her? 5, 6, 7 Videos her? Müsst ihr schon mal genau gucken. Aber da habe ich schon auch gezeigt, ich zeige den ja nicht immer. Aber ich denke, hier ist es jetzt ganz wichtig. Und zwar habe ich hier Linien drin, schon also so weit wie möglich es bei dem Coinbase-Chart möglich ist. Wie viele Jahre sind die? Die sind aus dem Jahr 2017. Ja. Und hier seht ihr die gelben Linien. Er hat hier starken Widerstand gehabt, hier an dieser gelben Linie hier. Ich hoffe, das ist jetzt nicht gelb. Natürlich, mein Glück. Machen wir es mal blau. So, also, dass man im Prinzip hier wurde sehr starker, hat er sehr starken Wind bekommen, also Widerstand. Und dann hat er es geschafft, mit dieser Weekly voll durchzupumpen und ab geht die Luzi. Und das Coole ist, ich kann euch jetzt, wenn diese Weekly Candle hier drüber bleibt, über dieser gelben Linie, das heißt der Kerzenkörper, sollte er drüber bleiben hier. Das heißt, er darf jetzt nicht unter $2.500 schließen diese Woche. Also mit dieser Weekly Candle. Dann sehen wir meiner Meinung nach einen weiteren fetten Move. Ja, in diesem Bereich mindestens $4.980. Ja, und bei jeder Weekly Candle wird es mehr. Ja, ihr seht es. Das heißt, er kann es hier nochmal runterkommen, korrigieren und dann hoch. Ja? Oder er rennt komplett durch. Und das Beste ist, ich hoffe, ihr seid mit mir reingegangen damals.
wir nehmen richtig fette Move mit. Ja, richtig, richtig fette Sachen. Es wird trotzdem noch Möglichkeiten geben, zwischen einzusteigen. Ja, ich habe es euch ja eben erklärt, wo man einsteigen könnte mit einer Long. Aber ihr seht jetzt, also richtig geil, fetter Widerstand hier gefunden und dann jetzt hier hoch. Jetzt entweder er bestätigt es als Support oder er zieht komplett durch. Ja, das ist wirklich granatehaft. Ja, und das wäre nur das nächste Ziel. Ja, guck mal, es gibt noch weitere Ziele. Wir sind hier auch in einem Kanal drin. Und guck mal, was da möglich ist. Ja. Ich will jetzt sagen, dass es so kommt. Ja. Er kann nach, wie gesagt, bei der Runde wieder runter an den unteren Rahmen. Da sind wir hier bei $282. Aber wir sind jetzt hier im Jetzt und hier sehe ich den nächsten großen Widerstand hier oben und auch das Anlaufziel. Ja. Nur, dass er so, dass ihr wisst, was ich in den nächsten Wochen hier erwarte. Dann, wenn er mit dieser Candle positiv schließt diese Woche, das ist ganz, ganz wichtig. Über $2.500 muss er schließen. Ja. So, das war's für Ethereum. Gehen wir ganz kurz zu unserem Dot Trade. Und hier sind wir bei unserem Dot Trade. Ja, wir sind hier in diesem Bereich, sind viele mit mir eingestiegen. Er hat perfekt, aber wirklich perfekt auch die 38,3 jetzt erreicht, das erste große Target. Und da haben wir etwa über 15% gemacht. Glückwunsch an alle, wo den Trade mitgemacht haben. Ist einfach eine geile Sache. Würde mich freuen, wenn ihr solche Trades in Zukunft über Bybit oder Vemix tradet, über die ihr unten in der Beschreibung euch anmelden könnt über meinen Link. Würde mich sehr, sehr freuen. Was mache ich jetzt weiter hier? Ich habe meinen Stop-Loss jetzt etwas hochgezogen. Meinen Stop-Loss habe ich, also hier habe ich schon Profite genommen in diesem Bereich, habe ich ja auch ein paar Mal gesagt. Sollte man auch machen. Meine Stop-Loss habe ich jetzt hier auf die 34,8 gelegt, weil wenn dieses Rising, mögliche Rising Wedge hier zündet, dann wird es jetzt erstmal weiter nach unten gehen, meiner Meinung nach. Ja? Deswegen liegt mein Stop-Loss jetzt hier. Sollte er über die 38,3 und so weiter kommen, ja, und einen schönen Retest machen, werde ich meine Position wieder vergrößern. Ja? Nicht viel, aber ein bisschen. Ja, und dann wäre das nächste Ziel erstmal die 41,38 und dann das 100% Ziel dieses Descending Boarding Wedge bei 43,3. So, da habt ihr meine Gedanken dazu. Jetzt kommen wir zu der Auslosung vom Gewinner vom vorletzten Video, wo ich als Dankeschön euch gegeben habe, die 50 USD Tether. So, bevor wir den Gewinner der 50 USD Tether auslosen. Möchte ich gerade sagen, erstmal danke, dass so viele kommentiert haben. Würde mir wünschen, dass es in Zukunft auch im tiefen Niveau etwa bleibt, auch wenn es mal nichts gibt. Dieses Video gibt es jetzt nichts. Wahrscheinlich im nächsten Video wird es 10 bis 15 USD Tether wieder als Giveaway geben, beziehungsweise als Gewinn. Ja. Dazu einfach Kommentar mit USD Tether Adresse und ein Like. Das ist ganz wichtig. Und die kommen dann auch in Betracht beim nächsten Gewinnspiel. Wie gesagt, bei diesem Video jetzt nicht, aber beim nächsten, wo jetzt wieder kommt. So, jetzt kommt der Gewinner des Gewinnspiels vor zwei Videos. Pick a winner. Herzlichen Glückwunsch, Jasmin, du hast gewonnen. Ja, ich werde dir jetzt auch das Geld überweisen, beziehungsweise die USDT. So, da seht ihr, dass das die Kohle habe ich jetzt überwiesen. Da seht ihr, dass im Moment ist es noch ein Progressing, sollte aber bald da sein. So, das war's schon. Wie gesagt, Glückwunsch an Jasmin, an den Gewinn. Und in Zukunft wird es mehrere solche Aktionen geben. Zwar jetzt nicht mit 50 USDT, aber zwischen 10 und 15 kann man mal machen. Ja, bleibt dran. Würde mich freuen und like das Video, kommentiert es, teilt es mit Freunden. Ich wünsche euch noch einen schönen Montagabend und wir hören und sehen uns hoffentlich morgen. Euer Krypto Dennis von der Bull vs. Bear Academy. Tschüss!